Die Geschichte des KGB ist voll von Spionen, die in den Westen gegangen oder zu Doppelagenten geworden sind. Doch es gibt nur einen Fall, in dem ein Offizier sich seiner Dienstanweisung, Dissidenten zu verfolgen, widersetzt und sogar deren Kampf um Freiheit unterstützt. Viktor Orechow ist ein Phänomen in der Geschichte der Sowjetunion. 2 Jahre hielt er seine Hand schützend über Dutzende von Dissidenten, oft von ihnen selbst unbemerkt. Ich habe in Moskau Nachforschungen angestellt, bin auf den Spuren seiner Vergangenheit gewandelt, zwischen Dissidenten und ehemaligen Mitarbeitern des KGB. Viktor Orechow hat Russland inzwischen verlassen, spurlos und ohne die Möglichkeit zurückzukehren. Nach monatelangen Recherchen in Kiew, Ankara und sogar in New York und Los Angeles habe ich Viktor Orechow schließlich in den USA ausfindig gemacht, wo er in völliger Anonymität lebt, unter falschem Namen, ohne Telefon. Von der Welt abgeschnitten, von seiner Familie und seinen Freunden isoliert, hat der Mann mit dem außergewöhnlichen Schicksal noch niemandem außerhalb Russlands von seiner Geschichte erzählt. Zum ersten Mal nach seiner Ausreise hat er nach langem Überlegen eingewilligt, sein viele Jahre währendes erzwungenes Schweigen zu brechen. Zum KGB kam ich nicht zufällig, denn ich wuchs in einer Familie auf, die mit allen Kräften den Sozialismus unterstützte, die dem sowjetischen Staat und der Partei treu ergeben war. Als ich zur Armee kam, haben die mich aufgrund meiner Erziehung zu den Grenztruppen eingeteilt. Dort bereitete ich mich auf die Aufnahme in das Kiewer Polytechnische Institut vor. Als meine Vorgesetzten bei den Grenztruppen mitbekamen, dass ich mich auf ein Studium vorbereitete, also dass ich intelligent und ehrgeizig war, nutzten sie die Tatsache und beschlossen, mich zu den Aufnahmeexamen an der Hochschule des KGB zu schicken. Ich begann dort mein Studium, belegte zeitgleich Türkisch, Rechtswesen und natürlich Aufklärung und Gegenaufklärung. Das sind ganz spezielle Studienfächer, streng geheime. Auserwählt zu sein, die angesehene KGB-Akademie zu besuchen, ist eine Ehre, ein Privileg, das man nicht ausschlägt. Hier werden Spione ausgebildet, die später in den sowjetischen Botschaften rund um den Erdball eingesetzt werden. Einige bleiben, wie Viktor Orechow, aber auch in Moskau und übernehmen Aufgaben im Bereich der ideologischen Überwachung. Umgeben von Mitarbeitern des Komitees für Staatssicherheit, erfüllte mich dies natürlich, wie jeden jungen Menschen damals, mit Stolz und dem Bewusstsein, dass ich eine verantwortungsvolle Position innehabe, dass ich Mitglied in einer Eliteorganisation bin. Warum ich Elite sage? Weil damals jeder junge Mensch wusste, wozu der KGB imstande ist, dass der KGB die höchste Macht ist, höher als jede andere staatliche Institution. Im Russland der 1970er Jahre glauben die Sowjetbürger nicht mehr an den sozialistischen Garten Eden. Die UdSSR ist nicht mehr das Paradies, selbst wenn sie noch den Anspruch erhebt. Die Führungsriege wird alt, der Wirtschaftsentwicklung geht die Luft aus. Bei offiziellen Zeremonien wird noch immer der Glaube an die kommunistische Partei und die Treue ihr gegenüber zur Schau gestellt. Doch nur ein paar Meter weiter bilden sich kritische Bewegungen, die vom KGB rigoros verfolgt werden. Immer größer wird der Protest. Bedrohungen kommen nun nicht mehr nur aus dem Westen, sondern auch aus dem eigenen Land. Das Staatsoberhaupt der UdSSR, Leonid Brezhnev, und das Zentralkomitee der Partei sind um die Zukunft des Regimes besorgt. Der KGB errichtet eine neue Abteilung. Sein Chef Juri Andropow gründet das 5. Direktorat, das für die Überwachung und Verfolgung von Dissidenten zuständig ist. In jenen Tagen arbeitete der Offizieroberst Igor Prelin bei der Spionageabwehr des KGB. Selbst Andropow, als Vorsitzender des KGB, schätzte in einem Bericht an das Zentralkomitee der Partei den Anteil der Bevölkerung, welcher mit der Sowjetmacht unzufrieden oder ihr gegenüber feindlich eingestellt ist, auf 8,5 Millionen Menschen. Das muss man sich einmal vorstellen. Die Zahl ist gewaltig.
8,5 Millionen. Das entspricht der Bevölkerung eines mittleren europäischen Staates. Für das sowjetische Regime ist klar, Kritiker dürfen auf keinen Fall zu Wort kommen. Viktor Orechow und seine KGB-Kollegen überwachen die Systemgegner rund um die Uhr. 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr. Die Autorin Evgenia Alberts hat sich intensiv mit der Geschichte des KGB befasst. Sie war eine der ersten, die mit Hauptmann Orechow sprechen und seine Akte einsehen durften. Orechow war ein absolut sowjetischer Mensch, absolut überzeugt davon, dass das sowjetische System das Beste ist, was man sich vorstellen kann. Er arbeitete in der Hauptverwaltung Nummer 5 und wusste, welche Vorteile diese Arbeit mit sich bringt. Er erzählte mir, dass er zu jedem beliebigen Minister ohne Anmeldung und ohne anzuklopfen Zutritt hatte. Und das war die Wahrheit. Alle fürchteten den KGB. Keiner wusste, was die über dich schreiben würden, ob die vielleicht deine Karriere vernichten, deine Ausreise verbieten. Weil er in der 5. Hauptverwaltung tätig war, bestand ein Teil der Ausbildung in der Lektüre verbotener Literatur, wie Solzhenitsyn oder Orwells 1984 und Animal Farm. Und als Orechow Solzhenitsyn gelesen hatte, war er zutiefst beeindruckt. Die Literatur selbst hinterlässt selbstverständlich einen großen Eindruck auf Menschen, die sich Gedanken machen, die dazu imstande waren, zu denken. Ich meine damit, dass ich zum damaligen Zeitpunkt zu den Menschen gehörte, die zu denken und sich Gedanken zu machen imstande waren. Und aus diesem Grund beeindruckte mich die Literatur natürlich. Einen nachhaltigen Eindruck hinterließ der Archipel Gulag. Ich war besonders stolz darauf, dass ich als einer der Ersten in der Sowjetunion das letzte Buch, den letzten Band gelesen hatte. Bei der Lektüre wurde mir klar, mit welcher Gewalt die Regierung und die kommunistische Parteiführung über ihr Volk herrschten. Das heißt, all dies zeigte, dass hier bei uns nicht irgendein Einzelner unter einer Glocke interniert war, sondern das ganze Volk befand sich unter dieser Glocke. Das Volk saß im Lager, wir alle, unser aller Leben. Dieser Eindruck entstand bei mir, aber das entsprach ja auch im Prinzip der Wahrheit. Die Sowjetbürger verspüren allmählich das Bedürfnis, sich der Außenwelt zu öffnen. Sie werden sich der Dekadenz des Systems bewusst und empfinden zunehmend Verachtung gegenüber ihrer Staatsführung. Den KGB, den verlängerten Arm des Regimes, sehen sie als ein Inbild des Teufels. Eine untragbare Situation für Hauptmann Orechow, der nun ins Grübeln kommt. Müssen Jugendliche verfolgt werden, nur weil sie wissensdurstig sind? Er ist gerührt von den Menschen, die, ob regimekritisch oder einfach nur neugierig, Risiken auf sich nehmen, um verbotene Literatur zu lesen. Und so beginnt Viktor Orechow, seine Berichte zu frisieren. Der psychische Druck ist enorm, wenn du glaubst, dass du einen nützlichen und notwendigen Dienst für dein Heimatland verrichtest und gleichzeitig erkennst, dass du schreckliche Dinge tust. Man hat Mädels, Komsomolzinnen, dafür verfolgt, dass sie das Büchlein »Wird die Sowjetunion bis zum Jahr 1984 existieren?« gelesen hatten. Ja und? Was ist dabei? Doch sie liefen nicht nur Gefahr, ihre Mitgliedschaft im Komsomol zu verlieren, sie arbeiteten im Wetterdienst. Ihr ganzes Leben wäre verpfuscht gewesen, hätte ich mich verhalten wie ein ganz normaler KGB-Mitarbeiter. Und zweitens wollte ich nicht, dass die Leute den KGB für eine Organisation hielten, die einfach, ohne zu hinterfragen, ohne den Dingen auf den Grund zu gehen, Menschen vernichtet, Schicksale besiegelt oder Staub aufwirbelt. Ich habe einfach einen Bericht verfasst und die jungen Frauen instruiert, wie sie antworten sollten, falls man sie befragte. Dass das ein Zufall sei, dass sie dieses Buch anstelle eines bekannten Kriminalromans oder einer Liebesgeschichte, eines französischen Romans gekauft hätten, den sie auf dem illegalen Bücherschwarzmarkt am Kinderkaufhaus Detskemir kaufen wollten. Man hätte ihnen statt des Romans dieses Büchlein zugesteckt. Und erst an der Arbeitsstelle hätten sie es bemerkt und konnten nichts mehr tun. Deshalb ist es so gekommen. Erst dort hätten sie sich gefragt, was ist das?
Was ist das? Und gelesen haben sie es sowieso nicht richtig. Und natürlich hätten sie auch niemandem davon erzählt. Wie die das Ganze herausgefunden haben, was die genau herausgefunden haben, weiß ich nicht. Irgendwer hat mich verpfiffen. Jedenfalls war Fakt, dass ich mit den jungen Frauen gesprochen und einen Bericht verfasst hatte. Man protokollierte das Ganze als eine Art Vorsichtsmaßnahme und damit war der Vorgang abgeschlossen. Später, bei der Überprüfung, hat man sich dieses Protokoll nochmal angeschaut und sogar gesagt, wozu sollen wir das denn im Archiv aufbewahren, und ist dann vernichtet. Um ihr Image bei der internationalen Gemeinschaft aufzuwerten, unterzeichnet die Sowjetunion 1975 das Abkommen von Helsinki und verpflichtet sich unter anderem, die Menschenrechte zu achten. Die Forderungen der Menschenrechtler fußen nun auf einer legalen Basis. Von Alexander Solzhenitsyn über Andrei Sacharow, Anatoli Marchenko, Josef Brodsky, Juri Orlov und Wladimir Bukowski bis hin zu Galina Wischnewskaja-Rostropowitsch. Die führenden Köpfe der Regimekritik begehren vehement gegen die politischen Repressionen auf und fordern die freie Meinungsäußerung. Zu den Aufgaben des Hauptmann Orechow gehört die Kontrolle über die Demonstrationen der Dissidenten. Die niederen Arbeiten werden freilich von der Miliz übernommen, doch Orechow und seine Kollegen des 5. Direktorats des KGB erteilen die Befehle. Orechows erster Kontakt mit den Abweichlern findet auf dem Puschkinplatz statt. Alexander Podrabinek und sein Bruder Kyrill waren um die 20, als sie sich der Oppositionsbewegung anschlossen. Also irgendwann ungefähr in der Mitte der 60er Jahre wurde der Puschkinplatz zu einem Ort, wo sich protestierende Dissidenten versammelten. Die erste Demonstration der Dissidenten war meiner Meinung nach 1967. Am 5. Dezember, das war ein Feiertag in der Sowjetunion, der Tag der Verfassung, alle hatten frei. Und am Abend versammelten sich hier die Dissidenten zu einer Schweigedemonstration. Keine Losungen, keine Plakate, niemand skandierte Parolen. Es war eine Schweigedemonstration im Gedenken an die im Gulag Ermordeten, im Gedenken an diejenigen, die hinter Gitter saßen. Und ab diesem 5. Dezember fand jedes Jahr eine solche Demonstration statt. Erst waren es nur ein paar Dutzend Menschen. Mitte der 70er Jahre war der gesamte Platz voller Demonstranten. Es waren Hunderte. Natürlich waren da auch jede Menge Einsatzkräfte, vom KGB oder von der Polizei. Der Platz war komplett abgeriegelt. Nicht nur eine Polizeikette, sondern es waren überall Einsatzkräfte, auch an den Zugängen zum Platz. Bereits dort wurden die Dissidenten ausgesiebt. Zu den Akten, mit denen Hauptmann Orechow betraut ist, gehört auch die von Alexander Gotow-Sewrosicki. Der Dissident verteilte antisowjetische Flugblätter und verpasste keine einzige Demonstration auf dem Puschkinplatz. Jedes Mal am 10. Dezember, zuerst war es ja der 5. Dezember, später dann der 10. Dezember, ging ich traditionell zum Puschkinplatz und versuchte irgendwo durchzuschlüpfen, weil die Staatssicherheit ja niemanden durchließ. Die fingen alle Demonstranten bereits an den Zugängen ab. Es war jedes Mal eine Herausforderung, trotz aller Widrigkeiten rechtzeitig dort zu sein, exakt zur richtigen Zeit es zu schaffen, die Mütze abzunehmen und eine Schweigedemonstration abzuhalten. Weiter als bis zu diesem Punkt kamen wir nie, denn danach wurden alle verhaftet. Die Sache ist die, dass in geschlossenen Gesellschaften die Machthabenden nie wissen, wovor sie sich fürchten sollen und wovor nicht. Was die Dissidentenbewegung betrifft, so war sie natürlich sehr klein. Aber das verstanden die nicht, weil die es nicht wussten. In einem abgeschotteten Land ist es schwierig zu erfassen, wie nachhaltig das war, was an Drucksachen in Umlauf war
oder inwieweit die Dissidentenaktionen Wirkung zeigten. Deshalb hatten sie die Aufgabe, das Übel mit der Wurzel auszurotten. Und so geben das Zentralkomitee der Partei und der Chef des KGB dem 5. Direktorat Befehl, die Hauptfiguren der Dissidentenszene aus dem Verkehr zu ziehen. Der Schriftsteller Alexander Solschenizin wird aus der Sowjetunion verwiesen. Andrei Sacharow wird von Orechow und seinen Kollegen rund um die Uhr überwacht. Mit eiserner Hand will die Geheimpolizei die Kontrolle über die Bevölkerung zurückgewinnen. Dem Leiter des 5. Direktorats, General Philipp Bobkow, geht es in erster Linie darum, das Regime vor Bedrohungen aus dem Westen zu schützen. Wenn die Leute sagen, dass wir Dissidenten bekämpften, dann sagen sie die Unwahrheit, weil wir keine Andersdenkende bekämpften. Aber es gab in der Sowjetunion Menschen, die mit ausländischen Geheimdiensten Verbindung aufnahmen, mit antisowjetischen Organisationen, die im Westen existierten. Und sie arbeiteten in der Sowjetunion an der Destabilisierung der Verfassungsordnung. Sie kämpften gegen die herrschende Macht. Und als die Leute in der 5. Hauptverwaltung, also als in Bezug auf diese Leute entsprechende Maßnahmen angewendet worden sind, haben sie, um sich zu verteidigen oder zu retten, im Westen verbreitet, dass man in der Sowjetunion Dissidenten nicht das Recht gibt, unbehelligt zu leben. Wie sein Chef Juri Andropow betrachtet General Bobkow die Dissidenten als Geisteskranke. Neben Haft, Arrest und Deportation ins Lager setzen die Behörden auch die zwangsweise Unterbringung in psychiatrischen Krankenhäusern für ihre politischen Zwecke ein. Eine simple Methode: Wer anders denkt, wird für verrückt erklärt. Die Behandlungen, die die Dissidenten über sich ergehen lassen müssen, sind reinste Folter mit teilweise irreversiblen Folgeschäden. Wer von den Regimegegnern interniert wird oder nicht, das entscheidet das 5. Direktorat des KGB. Also wenn man 1967 nicht die 5. Hauptverwaltung gegründet hätte und die genannten Prozesse der Eigendynamik überlassen hätte, dann hätte der Zerfallsprozess in der Sowjetunion bereits viel früher begonnen. Diese 5. Hauptverwaltung hat die ganze Sache um 20 Jahre verzögert. In der Sowjetunion hatte man eine paradoxe Vorstellung von Belohnung. Die besten Offiziere, die mit den besten Beurteilungen, werden ab und zu auf Reisen geschickt, in die kapitalistische Hölle. 1973 geht Viktor Orechow auf Dienstreise nach Japan. In Japan konnte ich allerdings nicht sehen, dass, wie die uns sagten, die kapitalistischen Länder aus Armut und einer Handvoll Reichen bestünden. Naja, die haben uns das immer so eingebläut. Ganz zu schweigen davon, dass ich mich nicht an eine Schlange vor Geschäften erinnern kann. Komm herein, nimm, was du brauchst, wo du es kaufen willst, dort kaufst du es auch. Unser Volk litt hauptsächlich unter Mangel, Mangel an allem. Während meiner Auslandsreise fand ich auf keinen Fall bestätigt, dass die Menschen dort das Leben lebten, wie es uns im Radio, im Fernsehen oder in der Presse vorgegaukelt wurde. Was ich sah, war etwas ganz anderes, genau das Gegenteil. Zurück aus Japan wird Viktor Orechow mit neuen Akten betraut, darunter die eines Informatikers, der bekanntermaßen verbotene Literatur in Umlauf bringt. Sein Name: Mark Morozov. Ich bekam ein paar Dokumente, ein paar Unterlagen zur Überprüfung einiger Personen. Es waren Einzelfälle, die irgendwas gegen die Sowjetmacht gesagt hatten. Und unter diesen Dokumenten war ein Überprüfungsbeschluss bezüglich Morozows. Ich bemühte mich, verstehen Sie, irgendwie sein Vertrauen zu gewinnen und an Literatur zu kommen, die mich ehrlich gesagt auch interessierte. Meine Vorgesetzten bestanden darauf, dass Morozow zur Anwerbung vorbereitet werden müsse, dass er inoffizieller Mitarbeiter des KGB werden solle,
damit die an weitere Informationen kommen. Selbstverständlich habe ich glasklar verstanden, dass er von großem Nutzen ist. Aber er würde nur aufgrund seiner Unzulänglichkeit Informationen versehentlich weitergeben oder etwas tun, was ihm oder den anderen schaden könnte. Konkret mit dem KGB zusammenarbeiten wird er natürlich nicht. Also ging ich zu ihm und konfiszierte ein paar Bücher, die er mir gab und die ich gezwungenermaßen mitnehmen musste. Der Befehl lautete: Bücher konfiszieren. Normalerweise wäre jemand bei ihm mit einem Durchsuchungsbefehl erschienen, hätte sämtliche Bücher konfisziert. Da war man sich ja sicher, dass er sie besitzt. Das Ganze würde protokolliert und er wäre dafür hinter Gitter gewandert. Indem ich diesen Befehl auf meine Art ausführte, begann er mir zu vertrauen. Und ich versprach ihm: Ich gebe dir mein Ehrenwort, dass ich dir alles zurückgebe und es nirgends protokolliere. Im Lauf der Zeit werden sich die beiden Männer immer sympathischer. Morosow vertraut Orechow und versorgt ihn mit verbotener Literatur. Viktor Orechow ist auch teilweise für die Sache Pjotr Grigorenko zuständig, Ex-General der Roten Armee und Held der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Orechow, seiner Heimat treu ergeben, arbeitet auf das Ziel einer strahlenden Zukunft hin. Aufgewachsen mit dem kommunistischen Ideal und der Heldenverehrung, ist General Grigorenko für ihn ein Vorbild. Mitte der 60er Jahre übt Grigorenko offene Kritik am sowjetischen System. Sein Rang wird ihm aberkannt, die Armee setzt ihn vor die Tür und er wird in die Psychiatrie eingewiesen. Nach seiner Entlassung kehrt er ins Lager der Regimekritiker zurück. 1977 darf er in die USA reisen, um sich einer Operation zu unterziehen. Die sowjetischen Behörden nutzen die Gelegenheit und erkennen ihm die Staatsbürgerschaft ab. Die Geschichte mit Grigorenko hat mich einfach nur erschüttert und erschlagen. Das war zu viel. Das aufgezeichnete Interview mit Grigorenko habe ich übrigens bei Morosow gehört, als er laut schluchzend klagte: Wofür denn nur? Man hat mich meines Vaterlandes beraubt und mir sogar das Recht genommen, in der Heimaterde begraben zu werden. Wenn ein verdienstvoller General, der wirklich so lange gedient hatte, das war ein Schock. Es hat mich in meinen Grundfesten erschüttert. Wie geht unsere eigene Regierung mit unseren eigenen Leuten um, die diese Regierung verteidigt hatten? Man fragt sich: Wem hast du deinen Eid geschworen? Wem? Das war wahrscheinlich dieser berühmte Wendepunkt in meinem Leben. Ich dachte: Entweder ist hier kein Platz mehr für mich, dann muss ich gehen, aber so einfach kannst du ja nicht weggehen. Oder aber ich helfe irgendwie diesen unglücklichen armen Menschen, die für nichts und wieder nichts leiden. Tatsächlich wegen nichts. Wegen ihrer Lebenseinstellung. Dafür, dass sie wollen, dass wir in einer zivilisierten Gesellschaft leben und nicht in einer Gesellschaft ähnlich der Sklaverei. Wir sagen dazu Totalitarismus. Das klingt dezent, aber in Wirklichkeit ist es Sklaverei. Das Gewissen wiegt für Orechow nun schwerer als die Sorge um sein eigenes Leben. Er sieht keinerlei Zukunft mehr für jene sowjetische Gesellschaft, die auf Angst und Lüge basiert. Er teilt die Ansichten der Regimegegner und beschließt, ihnen zu helfen. Der Risiken ist er sich bewusst. Illusionen über den Ausgang der Sache macht er sich nicht. Ich notierte mir die Telefonnummer, denn ich wusste ja ganz genau, wo im Moment abgehört wurde. Dann ging ich ganz ruhig zu einer Telefonzelle. Ich rief denjenigen an und verstellte meine Stimme. Das geht ja ganz einfach mit einem Tuch über der Muschel. So konnte niemand meine Stimme identifizieren. Ich wählte die Nummer und sagte: Ich warne Sie, morgen ist eine Durchsuchung anberaumt bei dem und dem. Nehmen Sie schnell mit demjenigen Kontakt auf. Folgende Telefone werden abgehört. Lassen Sie schnell alle Drucksachen verschwinden. So habe ich die Leute gewarnt.
Ludmila Alexejewa, eine aktive Dissidentin, erhält als eine der ersten einen anonymen Anruf von Orechow. Mich rief irgendeine Person an, ich konnte an der Stimme nicht erkennen, ob Mann oder Frau, weil sie beim Sprechen eindeutig die Stimme verstellte. So hat sie gesprochen. Morgen wird bei Ihnen eine Desinfektion durchgeführt. Ich fragte, was denn für eine Desinfektion? Hören Sie genau zu, denken Sie nach. Morgen wird bei Ihnen eine Desinfektion durchgeführt. Ich sage aber, ich habe niemanden zur Desinfektion bestellt. Ich habe weder Wanzen noch Mäuse. Hören Sie mir genau zu. Ich warf den Telefonhörer auf die Gabel in der Annahme, dass das irgend so ein Spielchen sei. Am nächsten Morgen standen sie vor meiner Tür mit einem Durchsuchungsbefehl. Ich weiß nicht, wer mich gewarnt hat, aber ich begriff erst in diesem Moment, was mir die Stimme gesagt hatte. Viktor Orechow schützt vor, Mark Morozov als KGB-Spitzel anwerben zu wollen. In Wirklichkeit will er, über ihn, den Dissidenten Informationen zukommen lassen. Die beiden werden Komplizen, fast Freunde. Ich machte dies alles ja völlig legal. Ich wiederhole nochmals. Morozovs Akte war Gegenstand operativer Ermittlungen. Jedoch mit Schwerpunkt darauf, dass man ihn zu einer Zusammenarbeit mit dem KGB überreden wollte. Hieraus erhielt ich das Recht zu offiziellen Treffen mit ihm. Ich legte Aktennotizen an, dass ich mit ihm ein Gespräch geführt habe. Ich nahm auch ein Aufnahmegerät mit. Natürlich warnte ich ihn vor dem Einschalten, dass alles, was wir ab sofort bereden, aufgezeichnet wird. Ich erhielt die Abhörprotokolle aus seiner Wohnung. Oder mein Nachbar, mein Kollege im Büro, erhielt sie. Obwohl ich ja schon alles wusste, fragte ich dann, na, was ist dort los? Haben die sich getroffen? Ja, haben sie. Was gab es? Naja, dort war jemand von dieser Botschaft, von jener Botschaft, die sind vor ihm aufgetreten, haben dies und jenes vorgetragen. Das heißt, auf Grundlage dieser bekannten Informationen konnte ich genau das protokollieren, so als ob ich diese Informationen von ihm erhalten hätte. Natürlich waren die anderen skeptisch und ich musste vorsichtig sein, das war mir klar. Ich wusste von ihnen nicht all das, was ich von Morozov wusste, da ihre Akten bei anderen Mitarbeitern lagen. Sollte ich etwa zu ihnen hingehen, hallo, ich bin der Mitarbeiter, ja, ich kenne ihre Akte, ja, aber ich will ihnen helfen. So, und nun? Das würde sich doch sofort rumsprechen, dass dieser bestimmte Mitarbeiter sie angesprochen und diesen Vorschlag gemacht hat. Und was weiter? Dann könnte ich nicht mehr helfen und würde mir selbst schaden. Viktor Orechow macht sich keine falschen Vorstellungen. Er weiß, lange werden die Dissidenten das Geheimnis nicht bewahren. Ihre Unvorsichtigkeit wird ihm irgendwann zum Verhängnis werden. Doch zurück kann er jetzt auch nicht mehr. Eto Sutba, sagt man in Russland. Das ist Schicksal. Die Würfel sind gefallen. Ich wusste nur zu gut, wie total und global diese Glocke über ihnen schwebte. Sie denken, dass es nur eine kleine Glocke sei, die sie über einen, über fünf stülpen, und können sich nicht vorstellen, oder ich betone es nochmals, Morozov hat einfach, er wollte einfach die Information schnell weitergeben, wahrscheinlich vor lauter Glück darüber, seine Wichtigkeit zeigen zu können. Eines Tages rufe ich eine Kollegin wegen eines abgehörten Telefonanschlusses an und frage, wie man eben so fragt. Und, gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Ja, sagt sie, da hat einer angerufen und die Leute gewarnt. Ich sage, wirklich? Wir müssen herausfinden, wer das war. Das heißt, das Ganze war schon wie ein Spiel. Jeden Tag nimmt Hauptmann Orechow immer größere Risiken auf sich, um Informationen an die Dissidenten weiterzugeben und sie zu beschützen.
Durch die Abhöraktionen weiß der KGB, dass Morosow Informationen von einem der ihren erhält. Mark Morosow wird verhaftet und nach Lefortowo gebracht. Nach intensiven Verhören bekommt der KGB sein Geständnis. Mark Morosow hat Orechow verraten. Orechow dagegen weigert sich, seinen Komplizen zu belasten. Er versucht sogar, ihn in Schutz zu nehmen, als er aufgefordert wird, bei seinem Prozess auszusagen. Mein zweites, sagen wir, Treffen mit Orechow verlief genauso bezeichnend wie das erste in meiner Wohnung. Mark Morosow stand vor Gericht. Es war die erste Gerichtsverhandlung in Moskau. Es gelang uns, in den Gerichtssaal hineinzuschlüpfen, da man dort eine große Volksmenge inszenierte. Die Volksmenge bestand aus Mitarbeitern der Staatssicherheit, verkleidet in Zivil. Das war offensichtlich. Denn ihre Kleidung und ihr Auftreten waren typisch. Natürlich war es schwierig, sich im Kreis dieser Leute aufzuhalten. Deshalb verließen wir das Gericht und gingen in den Hof eines angrenzenden Gebäudes, um von dort aus alles zu beobachten. Wir waren gerade dort angekommen, da fuhr ein Wagen vor, der sogenannte Autohäftling. Ein Wagen, der für Gefangenentransporte verwendet wird. Er hielt genau unter dem Torbogen des Nachbarhofs. Gleich darauf führten sie Orechow hinaus. Wenn ein Häftling hinausgeführt wird, entsteht eine gewisse Pause. Sie durchsuchen ihn und so weiter. Und da begegneten sich unsere Blicke. Es war solch ein intensiver, andauernder, vielsagender Blick. Und danach versuchte ich noch lange Zeit zu verstehen, was diesen Menschen dazu bewogen hatte, so zu handeln, wie er gehandelt hatte. Als er bereits verhaftet worden war und im Gefängnis saß und gegen ihn schon Strafanzeige gestellt worden war, es war schon klar, dass er längere Zeit inhaftiert bleiben würde, schrieb er weiter Briefe an Brezhnev, in denen er erklärte: Sehr geehrter Leonid Iljitsch, Sie müssen wissen, die Dissidenten, das sind Menschen, die ihr Land aufrichtig lieben. Aus irgendwelchen Gründen war ich der Meinung, dass Andropow nicht alles wusste. Warum sollte sonst Andropow sich damit beschäftigen, seine eigenen Bürger zu verfolgen? Da hat er doch nichts davon. Das sind doch keine Kriminellen. Die beabsichtigen doch nicht, irgendetwas Kriminelles zu tun. Sie haben doch lediglich den Willen und den Wunsch, dass es bei uns besser wird. Er ging bewusst den Weg ins Verderben. Er wusste doch, dass das System nichts verzeiht, dass er für die ein Verräter ist, dass er das ganze Programm zu spüren bekommt, dass er für die Dissidenten eigentlich ein Fremder ist. Als er in diesem Lager saß, es gab ein spezielles Lager für Polizisten und Geheimdienstler, half ihm dort niemand, weil die Bürgerrechtler, die Dissidenten, ihn schnell vergessen hatten. Viktor Orechow wird dorthin geschickt, wohin der Weg der Regimekritik automatisch führt. In den Gulag. Die unvermeidliche Konsequenz, wenn jemand nach Vergebung suchen und Reue zeigen soll. Er verbüßt seine Strafe im Lager von Gorki. Resozialisierung durch Zwangsarbeit. Die Lebensbedingungen sind extrem hart. Nach 8 Jahren Gulag kehrt Viktor Orechow ins Moskau der Perestroika zurück. Er findet Arbeit als Lagerist in einer Fabrik und versucht, sich ein neues Leben aufzubauen, von vorne anzufangen. Die Zeiten haben sich geändert. Die Geschichte gibt Orechow recht. Zugute kommt ihm dies allerdings nicht. Die Berliner Mauer fällt. Und die Sowjetunion liegt in den letzten Zügen. Der KGB heißt irgendwann FSB. Doch die Beamten bleiben dieselben. Ein neues Leben beginnt für Viktor. Eine neue Aufgabe wartet auf ihn, diesmal offiziell auf der Seite der Dissidenten.
Sie erfuhren, dass ich lebe und gesund bin und dass ich derjenige bin, dieser ehemalige KGB-Mitarbeiter, der ihnen geholfen hatte. Saljoscha Grigor Jans rief auch an: Meine Güte, Vitya, grüß dich. Weißt du, wir arbeiten gerade an das KGB heute und morgen. Es ist sehr wichtig, dass du mit uns arbeitest, dass du die Konferenzen begleitest. Und gemeinsam untersuchten wir die Arbeit des KGB. Beispielsweise, wenn eine Pressekonferenz stattfand, bei der ein KGB-Mitarbeiter vertreten war, dann war ich auch dort und beobachtete das Ganze. Serjoscha sagte immer wieder, dass ich gut arbeiten würde, dass er sehr zufrieden mit mir sei, und er übertrug mir die Aufbereitung von Projekten, wie zum Beispiel das KGB und die Psychiatrie, das KGB und die Dissidenten. Wenn es konkrete Fälle gab, Personen, deren Rechte man bei Gericht verteidigen musste, so hat man mich als Beauftragten einer sozialen Organisation dorthin geschickt. Und das gefällt dem General Trofimow so gar nicht. Viktors ehemaliger Chef ist zur Nummer 2 des KGB-Nachfolgers FSB aufgestiegen. Er mischte bei vielen politischen Dingen mit und im Besonderen bearbeitete er die Akte Orechow. Mir scheint, dass er ein zynischer und prinzipienloser Mensch war, jedoch sehr hartnäckig und professionell. Wahrscheinlich konnte er deshalb solch eine Karriere machen. Am 10. Mai 1995 lässt Viktor Orechow sich vom Leichtsinn leiten. Einer der Jungs hatte eine defekte Pistole. Eigentlich diente sie nur zur Abschreckung, weil sie weder schoss, noch gab es Patronen dafür. Nichts. Wir fuhren irgendwo hin und ich nahm die Pistole mit. Als reine Vorsichtsmaßnahme. Denn vielleicht stoppt uns einer, es passiert was und so weiter. Ich nahm sie einfach zur Abschreckung mit. Die Miliz hielt uns an und begann uns zu durchsuchen. Ich zeigte ihnen die Pistole und ich dachte mir nichts Schlimmes dabei. Weiß Gott nicht. Sie behielten mich eine Nacht in Gewahrsam. Am nächsten Morgen setzten die ein Protokoll auf und eigentlich sollte die Sache damit erledigt gewesen sein. Wahrscheinlich wurde irgendwie bekannt, dass dieser Viktor Orechow derselbe Viktor Orechow ist, der 8 Jahre im Lager saß, weil er den Dissidenten half zu Sowjetzeiten. Doch als Viktor wegen der Pistole verhaftet wurde, das war 1995, war der Leiter des FSB, vielleicht hieß es damals noch FSK, in Moskau ein gewisser General Trofimow, ein ehemaliger Kollege Orechows, der die Akte Orechows aus KGB-Zeiten sehr gut kannte. Vielleicht, ich kann es nicht genau bestätigen, aber es scheint, dass er sogar damals der Ermittler gegen Orechow gewesen ist. Es hieß, dass Trofimow, als er erfuhr, dass ein gewisser Orechow erneut festsaß, auf die Ermittlungen Druck ausübte. Und deshalb wurde die Sache weiterverfolgt und endete so schwerwiegend für Orechow. Das war die Rache des KGB. Am 21. Juli 1995 tritt Viktor Orechow voller Selbstbewusstsein vor das Gericht. Als er das Urteil hört, ist er fassungslos. 3 Jahre Haft in einem Zwangsarbeitslager für Wiederholungstäter. Die Nachricht von Orechows Haftstrafe verbreitet sich in der Stadt wie ein Lauffeuer. Seine Dissidentenfreunde sind schockiert. Sie demonstrieren, gründen ein Unterstützungskomitee und fordern seine Freilassung. Währenddessen verbüßt Viktor Orechow seine Strafe in Tscheljabinsk im Ural. In dem Lager für Wiederholungstäter herrscht ein unerbittliches Regiment. Grausamkeit und Gewalt sind an der Tagesordnung. Es ist eine andere Welt, eine andere Gesellschaft mit eigenen Gesetzen, mit ganz speziellen Regeln. Dank der Aktionen seines Unterstützungskomitees und einer Klage beim Obersten Gerichtshof wird Orechows Strafe auf 1 Jahr Arbeitslager verkürzt. Seine vorzeitige Entlassung geht durch die Medien. Der russische Fernsehsender NTV lädt ihn in seine berühmte Sendung Held des Tages. Которая была у вас там 2-1,5 года назад.
И вы полагаете, что вам будут мстить те, с кем вы работали в КГБ в 70-е годы? Ну, любыми руками, но с их подачи. И говорили, что Витя, что ты ждешь? Man sagte mir, Витя, worauf wartest du? Dass sie dich kalt machen und behaupten, irgendwelche Kriminelle hätten dich getötet? Kurz gesagt, alle bestanden darauf, dass eine Ausreise das Beste für mich sei. Und meine Mutter bat mir zu übermitteln, ihr seien Gerüchte zu Ohren gekommen und man hätte ihr konkret überbracht, Trofimow hätte gesagt, so oder so ist er dran und seinem Tod kann er nicht entgehen. Ein Mitarbeiter sagte ebenfalls, dass es Informationen gibt, dass man mich einfach beseitigen würde. Naja, als ich aus dem Gefängnis kam, gingen wir in die Botschaft. Wir zeigten denen dort die Bescheinigung über meine Entlassung und nach einer halben Stunde gaben sie mir alle Dokumente zur Ausreise, damit ich mich darauf vorbereiten konnte. Am 11. April 1997 macht Viktor Orechow sich auf seinen Weg ins Exil. Jahre später treffe ich in den USA einen einsamen, gebrochenen Mann. Dennoch bereut er nichts. Wenn er noch einmal vor dieser Situation stünde, sagt er, würde er ohne zu zögern alles noch einmal genauso machen. Zermürbt von Wehmut und Sehnsucht sieht er in den USA keinen Sinn für die letzten Jahre seines Lebens. Hi, do you order pizza? Yeah, how much? Oops. Careful. It's always a careful. Oh. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. Have a good night. Ich kann nicht behaupten, dass ich unzufrieden wäre mit den Lebensbedingungen. Aber ich bin unzufrieden damit, dass ich mich nicht mit den Dingen beschäftigen kann, mit denen ich mich gern beschäftigen würde, dass ich mich nicht als wertvoller Mensch fühle. Es ist, als würden wir jetzt einen Fisch fangen, aber anstatt ihn zu braten, setzen wir ihn in ein Aquarium. Vielleicht lebt er dort noch eine Zeit lang, aber glücklich? Genauso fühle ich mich. Wie ein Fisch im Aquarium.